Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute haben wir ja schönes Wetter angesagt bekommen. Gut, aktuell sehe ich noch nicht viel davon, aber das soll uns auch eigentlich hier an der Stelle nicht weiter stören, weil ihr wisst ja, es gibt kein schlechtes Wetter zum Moped fahren. Ja, worum soll es heute gehen? Ich habe da so zwei Themen, die mir so ein bisschen auf der Zunge brennen. Also ihr braucht jetzt nicht abschalten, es wird hier nicht um irgendwas mit Russland oder etc. gehen. Und zwar, also Punkt 1, Thema 1 wäre Versicherungskennzeichen. Versicherungskennzeichen ist ja, klar, braucht man jedes Jahr. Die Sache ist halt, ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, dass es zum Teil schwierig ist, bei ortsansässigen Versicherungsagenturen noch Kennzeichen zu bekommen. Also ich sag mal, man kennt es ja sonst eigentlich immer so, Sparkasse holen sie es da ab oder Allianz und Huck, DVK und wie sie alle heißen. Also ich will jetzt hier auch keine Werbung für irgendwen oder irgendwas machen. Was mich jetzt natürlich so ein bisschen, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wo ich eigentlich immer gedacht habe, okay, ey, die großen Versicherungsagenturen oder allgemein auch so Unternehmen, jetzt no front, aber Sparkasse zum Beispiel, die ja im Prinzip dir versuchen, von der Geburt an ein Konto aufzuquatschen, um mit ihrem Service zu prallen. Selbst die sagen mittlerweile, okay, du willst ein Versicherungskennzeichen haben, ist alles schön und gut. Allerdings kannst du das nur noch online machen. Also, für alle, die es jetzt verpennt haben, wird es schwierig, sich jetzt noch rechtzeitig Versicherungskennzeichen zu besorgen. Ja, das ist halt so eine Geschichte. Und dann, was ich überhaupt hart finde, die Preisunterschiede. Also ich habe jetzt ja hin und her geguckt und eigentlich so im Großen und Ganzen bin ich auf den Stand gekommen, dass eigentlich so zwischen, also wir reden jetzt von einer regulären Haftpflicht fürs Moped, zwischen, sagen wir mal, Mitte 30 bis etwas über 100 Euro alles möglich ist. Was ich schon hart finde. Also 100 Euro für ein Moped. Wir reden von einem Moped. Ja. Als Haftpflichtversicherung finde ich schon ganz schön derb. Ich sage jetzt auch nicht, bei welcher Versicherungsgesellschaft das ist. Kann jeder gerne selber rausfinden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich jetzt schon echt ein bisschen drüber. Weil das ist ja für das Moped dann mehr Haftpflichtversicherung, wie ich für die Honda bezahle. Und die hat das, weiß ich nicht, wie vielfache an PS, wie die Simme. Und fährt auch wahrscheinlich deutlich mehr als doppelt so schnell. Und da verstehe ich es halt nicht, warum, wie gesagt, wir reden von Haftpflichtversicherung, die Preise da so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so im Jahr bezahlt. Ihr müsst ja die Versicherungsgesellschaft nicht dazu schreiben, das lasse ich jeden frei. Nur, das hat mich schon ein bisschen getriggert, ehrlich. Dass man da, also ich sag mal so, für mich, für mein Verständnis wäre okay, irgendwo zwischen, sag ich mal, 30 und 50 Euro oder 60 Euro. Das finde ich schon derb, hart, aber das geht in meinen Augen immer noch vom Preisgeschiebe. Aber von 35 auf weit über 100 Euro finde ich schon echt extrem und in meinen Augen auch absolut nicht nachvollziehbar. Ja, und das andere Thema, was mir so ein bisschen aktuell Kopfzerbrechen bereitet, ist die Spritpreise. Das ist ja absolut nicht mehr normal. Ich tanke ja, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, eigentlich in meinen ganzen Fahrzeugen nur Super Plus. Und aktuell sind wir, also ich war ja eben gerade mit der Simme zum Waschen, beim stattlichen Preis von 2,07 € für einen Liter Super Plus. Wenn ich jetzt aber berechne, die Simme kriegt 10 Liter, die Honda kriegt irgendwo 25 und die MZ ja auch irgendwas bei 12, 13 Liter.
Also alle Fahrzeuge einmal voll tanken, ist schon fast ein 100er weg. Na, 100er nicht ganz, aber sind wir ja bei 45 Litern ungefähr, 50 Litern. Naja doch, es sind 100 Euro weg. Wenn alle richtig leer sind, sind 100 Euro weg. Dann kommt noch das Muschel dazu, was wir ja auch für die Zweitakter brauchen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein ordentlicher Tarif, der da gerade aufgerufen wird. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr tankt. Tankt ihr tatsächlich E10 oder normal super, super plus? Es würde mich jetzt mal interessieren, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es von meinem Bekannten, wo wir die Schwalbe letztes Jahr gemacht haben. Der hat E10 getankt, hatte das Fahrzeug eine Weile nicht benutzt und hat ja damit ganz erbärmlich, doof dargestanden, wenn man es jetzt mal so will, weil dieser E10 sich ja derart zersetzt hat und hat den ganzen Vergaser komplett verharzt. Und jetzt nicht nur so ein bisschen verharzt, sondern das war so im Stadium von, den kannst du wegschmeißen. Davor habe ich halt Angst, weil ich ja doch nicht so viel die Fahrzeuge bewege, beziehungsweise auch sehr unregelmäßig bewege. Ich jetzt auch eigentlich keine Lust habe, jedes Mal die Vergaser leer laufen zu lassen. Weiß ich jetzt halt nicht, wie ihr das jetzt macht. Also ich sage klar, einwintern oder überwintern, das ist das eine, aber wir wollen ja jetzt nicht, boah, ich will ja jetzt nicht jede Woche, wenn ich gefahren bin, diesen Aufwand betreiben, die Fahrzeuge komplett winterfertig zu machen, also sprich mit Vergaser ablassen und alles. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das macht, was ihr für einen Kraftstoff tankt und wie ihr das halt handhabt. Weil ich sag mal, das ist ja mittlerweile für jeden, der eine Ausbildung ist und mit einem Moped Ausbildung oder Schule ist ja noch schlimmer, wenn man kein eigenes Einkommen hat, dann ist das ja wirklich ein enormer finanzieller Aufwand, den man da betreiben muss, mittlerweile um zur Schule oder halt wirklich zur Ausbildung zu kommen. Und da ja die meisten Ausbildungsgehälter auch nicht so die riesigen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ja schon fast in die Richtung, wo man sich überlegen kann, ob es günstiger ist, zu Hause zu bleiben. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn ich mittlerweile schon überlege, dass der größte Teil der Ausbildungsvergütung dafür drauf geht, dass man auf Arbeit kommt, finde ich das schon eine grenzwertige Entwicklung. Und ich bin mal gespannt, wo die Spritpreise noch hingehen mit allen Umlagen und Ökosteuer und was wir nicht alles auf den Kraftstoffen drauf haben, ob sich das nicht bald wirklich rentiert, sich eine E-Summe zu holen. Und naja, obwohl man aber auch sagen muss, ob sich das dann immer noch so lohnt, jetzt auf eine E-Summe zu besorgen, weil A, Anschaffung und B, der Strom, der kommt zwar aus der Wand, aber der ist ja auch nicht umsonst. Und ja, ich sag mal, ich habe zu dieser ganzen E-Geschichte so ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Ich sag mal so, es gibt Bereiche, wo man diese E-Mobilität durchdrücken könnte und auch Bereiche, wo es geht oder wo es vielleicht Sinn macht, was in Städten und so ist. Aber wie wir hier, die da doch sehr ländlich leben, finde ich, wird das wohl keine richtige Zukunft als reines Elektro geben. Hybrid sieht da schon wieder ein bisschen anders aus, aber das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu tief in die Materie gehen. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr zum Thema E-Mobilität haltet. E-Schwalbe soll ja angeblich geil sein oder E-Simme soll ja nicht schlecht sein, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich sag mal so, fahren würde ich es auch gerne mal, aber so richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. Ja, Leute, das soll es dann auch für heute mit der Jammerei sein. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos auf diesem Kanal. Tschüss, haut rein, macht's gut und ciao.